Und gewonnen hat in dieser Kategorie Loredana. Die Deutschrapperin aus Luzern polarisiert wie keine andere Schweizer Musikerin. Ihre Zahlen sprechen eine klare Sprache. 2019 erreichten 7 ihrer Songs die Top 20 der Schweizer Single-Hit-Parade. Dafür erhält Loredana ihren ersten Swiss Music Award in der Kategorie Best Breaking Act. Schönes Spielzeug für meine Tochter Hanna. Die wird damit spielen auf jeden Fall. Ich habe eigentlich erwartet, dass hier ein bisschen geboot wird. Ich habe mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich eigentlich nur Nettes sagen darf. Und zwar, ja, ich habe diverse Preise schon gewonnen. Der ist gerade nicht so der krasseste Preis, wenn ich das so sagen darf. Aber warte, wartet, wartet, wartet. Nein, 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 ist nicht so gemeint. Für mich hat dieser Preis tatsächlich von allen Preisen am meisten Bedeutung, weil ich hier zu Hause bin. Ich bin in Luzern geboren. Ich habe in Emmenbrücke gewohnt. Ich war voll das Opfer, irgendwie voll im Ghetto. Nicht so viel Geld. Mein Vater hat in der Baustelle gearbeitet, 30 Jahre lang. Meine Mutter hat einfach zu Hause gesessen und auf 10 Kinder aufgepasst. Aber wir sind 10 Kinder, ich bin das letzte Kind. Und ich habe tatsächlich in der Familie noch ein Wunder gebracht. Deswegen, meine Mutter ist gerade zu Hause, die meinte, ey, nee, das will ich mir gar nicht antun, ich habe Angst vor Coronavirus. Der Rest meiner Familie ist, glaube ich, da. Deswegen, ich bin so glücklich, hier zu sein, auch wenn es gar nicht so aussieht. Ja, ich liebe Luzern, ich liebe es, hier zu wohnen. Ich habe so viele Möglichkeiten, Leute. Ich kann eigentlich überall jetzt hinwohnen gehen, weil ich Geld habe, aber das ist gar nicht mein Ziel. Ich bin hier gleich fertig und habe tatsächlich nur 7 Minuten bis zu Hause. Deswegen, ich bin überglücklich. Dankeschön, Luzern. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Loredana. Falls du mal in eine brenzlige Situation solltest kommen, habe ich dir noch eine kleine Feile in den Award eingegossen lassen.